Tom, der Abschleppwagen. Es sieht so aus, als gäbe es ein Rennen der schnellsten Autos von Car City. Tyler, was willst du denn hier in der Reihe? Du kannst nicht bei professionellen Rennen mitfahren. Du hast zu wenig Erfahrung. Du meinst, du könntest gewinnen, oder was? Da sind eine Menge Autos erschienen, um das Rennen anzuschauen. Hey, da ist Tom, der Abschleppwagen. Er liebt es, sich ein gutes Rennen anzuschauen. Und da sind sie schon gestartet. Ein paar sind etwas schneller als die anderen. Tyler liegt schon ein gutes Stück zurück. Jetzt musst du aber mal zeigen, was du drauf hast. Unglaublich! Er holt tatsächlich auf. Wird er jetzt versuchen zu überholen? Tatsächlich versucht er es und er schafft es. Oh oh, hoffen wir mal, dass Tyler für die Kurve langsamer wird. Jerry versucht ihn einzuholen. Er versucht ihn zu überzeugen, langsamer zu fahren. Aber wird Tyler auf ihn hören? Oh nein! Er versucht es und er fährt zu schnell. Alles okay, Tyler? Das war ein ziemlich übler Crash. Vielleicht sollte Tom kommen und dir helfen. Er schaut sich das Rennen an. Der gute alte Tom, er ist schon auf dem Weg zu Tyler. Tom sagt, deine Reifen sind runtergefahren. Du wirst neue brauchen. Und dein Turbolader könnte auch eine Reparatur gebrauchen. Erstmal müssen wir bei dir die Reifen tauschen, Tyler. Du hast recht, Tom. Auf den Reifen ist wirklich gar kein Profil mehr. Welche Größe dürfte die richtige für Tyler sein, Tom? Das ist richtig. Er braucht 4 von der mittleren Größe. 1, 2, 3, 4. Erstmal muss Tom die alten Reifen abmontieren. Und jetzt muss er die neuen montieren. Mit diesen neuen Reifen bist du viel sicherer unterwegs. Du hast recht, Tom. Mit einem neuen Stoßdämpfer ist er noch sicherer unterwegs. Ist das da oben auf dem Regal eine neue Stoßstange? Die ist aber ein bisschen extravagant. Oh, das ist ein Spoiler. Dann muss die Stoßstange weiter unten sein. Was ist denn, Tom? Hast du dir etwas überlegt? Das ist eine großartige Idee, Tom. Tyler wird sich über einen neuen Spoiler sehr freuen. Erstmal der neue Turbolader. Wenn du das schon toll findest, dann wirst du staunen, was Tom noch für dich hat. Gefällt dir der neue Spoiler, Tyler? Sehr cool. Vielen Dank, Tom. Du hast Tyler nicht nur repariert, er sieht jetzt sogar viel besser aus. Das muss dein nächster Kunde sein. Es ist Jerry. Er will nach Tyler sehen.
Tyler ist repariert, Jerry. Was für ein tolles Angebot. Tyler, Jerry sagt, er will dir beibringen, wie man professionell Rennen fährt. Würde dir das gefallen? Okay, dann kannst du jetzt mit Jerry zurück zur Rennstrecke fahren und dort üben. Das hast du wirklich großartig gemacht. Wie immer, Tom. Habt Spaß, ihr beiden. Und hör gut auf deinen Lehrer, Tyler. Tom, der Abschleppwagen. Mach schon, Jerry. Nur noch ein bisschen schneller. Du hast es geschafft. Du hast gewonnen. Du kannst jetzt anhalten, Jerry. Was ist los? Du kannst nicht langsamer werden? Du musst irgendwie anhalten. Brems! Jerry, alles in Ordnung? Da holen wir besser auf der Stelle Tom den Abschleppwagen. Hey, Tom! Tut mir leid, aber wir müssen dich aufwecken. Wir haben ein Problem. Kannst du zur Rennstrecke kommen? Jerry, das Rennauto braucht deine Hilfe. Hier ist er auch schon. Aber Jerry ist auf der anderen Seite vom Zaun. Du musst auf die Rennstrecke fahren, um ihn zu holen. Macht Spaß, auf der Rennstrecke zu sein, was? Wenn du ihn schnell reparierst, lässt Jerry dich vielleicht einmal bei einem Rennen mitfahren. Gut gemacht. Dann bringen wir Jerry mal in die Werkstatt. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Wir müssen herausfinden, warum Jerry nicht langsamer werden konnte? Gute Idee, Tom. Dann schauen wir uns mal Jerrys Bremsen an. Kannst du was erkennen? Ach du liebe Güte! Deine Bremsen sind total runter, Jerry. Keine Sorge. Tom weiß schon, was zu tun ist. Wir werden die alten Bremsen ausbauen und durch neue ersetzen? Okay, dann fangen wir an. Sollen wir ein paar neue Bremsen suchen, Tom? Würden die hier passen? Okay, versuchen wir sie mal. Wie fühlt sich das an? Viel besser? Großartig. Gibt es noch etwas, das du für Jerry tun kannst, Tom? Es gibt etwas? Was denn? Du willst Jerrys Kühler überprüfen, ob er überhitzt ist? Was ist los? Jerrys Kühler ist richtig heiß? Ach du liebe Güte, was sollen wir tun? Eiswasser? Gute Idee. Hervorragend gemacht, Tom. Ist Jerry jetzt so weit, dass er wieder auf die Rennstrecke kann?
Nein? Was müssen wir denn noch tun? Die Kratzer im Lack übermalen, wo Jerry in den Zaun gerast ist? Großartige Idee. Jetzt bist du soweit, dass du wieder auf die Rennstrecke kannst. Das ist aber ein nettes Angebot. Tom, hast du Lust, mit Jerry auf der Rennstrecke zu fahren? Schneller kannst du nicht fahren, Jerry? Das habe ich mir gedacht. Das hast du toll hingekriegt heute, Tom. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Guten Abend, Hector. Was hast du denn so spät noch vor? Du fliegst über Car City, um sicherzustellen, dass alle Autos sicher sind? Großartig. Mach weiter so. Oh nein! Achte auf das Gebäude, Hector! Da ist noch ein Helikopter. Pass auf! Keine Sorge, Hector. Ich rufe sofort Tom den Abschleppwagen. Hector, das ist Hella, der Helikopter. Sie ist gerade erst in Car City angekommen. Tom! Hector, der Helikopter, hatte einen Unfall. Kannst du schnell kommen? Du brauchst einen Anhänger, um Hector in die Werkstatt zu bringen? Gute Idee. Beeilung, Tom. Hier kommt Tom, Leute. Er wird dich in die Werkstatt bringen und dein kaputtes Licht in 0, nichts reparieren. Hella, kannst du Tom helfen, Hector auf den Anhänger zu heben? Warte mal. Hella, hast du Lust, dich mit Hector später für einen gemeinsamen Flug zu treffen? Es sieht so aus, als wäre Hectors Rotorblatt verbogen. Was sollen wir als erstes tun? Es entfernen? Okay. Brauchen wir den Schraubenschlüssel? Welches Werkzeug brauchen wir als nächstes? Eine Zange? Großartige Idee. Jetzt musst du es mit der Zange schön festhalten und dann das Rotorblatt mit dem Hammer wieder gerade hämmern. Perfekt.
Fühlt sich das besser an, Hector? Was sollen wir uns als nächstes anschauen, Tom? Du hast recht. Hector braucht einen neuen Frontscheinwerfer. Welchen sollen wir nehmen? Diesen? Diesen? Okay, Tom. Probieren wir ihn aus. Sollen wir mal schauen, ob er funktioniert? Perfekt. Fühlst du dich jetzt besser, Hector? Das ist großartig. Vielen Dank, Tom. Tschüss, Hector. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Hallo, Pickel. Was hast du heute vor? Du bringst Kästen zur Baustelle? Das ist toll. Hey, schau, da ist Jeremy, das Taxi. Hallo, Jeremy. Oh, schau. Die Ampel ist rot. Wir halten besser an und lassen ihn durch. Langsamer, Pickel. Was ist los? Du kannst nicht bremsen? Oh nein, sie ist über die rote Ampel gefahren. Aus dem Weg, Jeremy. Oh nein. Pickel, alles klar? Wir holen besser Tom den Abschleppwagen zur Hilfe. Tom. Hey, Tom. Pickel, der Pickup braucht deine Hilfe. Sie ist bei Jeremy. An der Kreuzung in der Nähe der Baustelle. Schnell, Tom. Du bist fast da. Hey, Pickel. Tom ist hier, um dir zu helfen. Danke, dass du mit ihr gewartet hast, Jeremy. Du kannst jetzt weiter. Also, dann bringen wir Pickel mal zurück zur Werkstatt und reparieren sie. Was ist das Problem, Tom? Der Baum ist im Weg? Oh nein. Okay, was sollen wir tun? Hast du eine Idee? Erzähl sie uns. Du wirst sie rückwärts abschleppen? Großartige Idee. Gute Arbeit. Dann ziehen wir Pickel mal weg vom Baum. Fantastisch. Schnell zurück zur Werkstatt. Also, wo liegt das Problem, Tom? Warum ist Pickel gegen den Baum gefahren? Du denkst, Pickel hat Probleme mit ihren Bremsen? Oh nein, das sollten wir schnell reparieren. Was sollen wir als erstes tun? Pickel braucht neue Bremsscheiben? Großartige Idee, Tom. Hast du Ersatzbremsscheiben? Wo hast du sie? Da sind sie ja. Fangen wir damit an, die alten Bremsscheiben abzunehmen. Perfekt. Versuchen wir mal, die neue anzubringen. Passt sie? Fantastisch. Wie fühlt sich das an, Pickel? Tom, gibt es noch etwas, was bei Pickel bei dem Unfall kaputt gegangen sein könnte? Was denn? Ich verstehe. Ihr Seitenspiegel hat sich verbogen, als sie gegen den Baum gefahren ist. Keine Sorge, Pickel. Ich wette, Tom weiß, wie man das repariert. Hier sind ein paar Ersatzseitenspiegel. Such sorgfältig einen aus, Tom. Ist das hier die richtige Größe? Nein, der nicht. Verstehe, er ist zu klein. Wie ist es mit dem in der Mitte?
Perfekt. Der hat genau die richtige Größe. Als erstes müssen wir den alten ausbauen, oder? Großartige Idee. Dann schauen wir mal, ob der neue Spiegel passt. Perfekt. Kann Pickle jetzt wieder an die Arbeit, Tom? Warum nicht? Oh nein, Pickles Kotflügel ist eingedrückt. Weißt du, wie du das reparieren kannst, Tom? Großartig. Was brauchen wir? Eine Saugglocke? Gute Idee, Tom. Was machst du jetzt, Tom? Großartige Arbeit. Das sieht perfekt aus. Was denkst du, Pickle? Das ist perfekt, Tom. Sie sieht nagelneu aus. Jetzt kann sie zurück an die Arbeit. Tschüss, Pickle. Tschüss, Tom. Wir sehen uns.